Wenn die Wettertendenz weiter anhält, dass die Strecke beginnt abzutrocknen. Naja, abzutrocknen ist vielleicht noch ein bisschen zu viel formuliert, aber so die Gischtfahnen weniger werden, dann freuen wir uns auf nochmal 30 knackige Minuten jetzt. Und dann dürften die Zeiten noch weiter fallen. Hier, das ist der Blick auf diese rund erneuerte Boxenanlage rechts mit entsprechend Suiten gegenüber. Rechts hinter dem Gebäude hat man das Fahrerlager, eine Riesenfläche neu gestaltet mit idealen Spielmöglichkeiten für die Teams. Man hat richtig Platz und das war hier wirklich Mangelware. Das Einzige, was fehlt, sind Grünpflanzen. So ein bisschen...